Meine Lieben, also bevor ich jetzt mit diesem Video anfangen werde, muss ich mich erstmal bedanken bei euch. Ich finde es total super. Ich habe jetzt schon die 200 Abonnenten erreicht und es hat mich wirklich sehr arg gefreut. Und ich danke euch vielmals, dass ihr mich so zahlreich einschaltet und macht weiter so. Das tut mich nur ermutigen, noch mehr Videos für euch zu machen. Deshalb habe ich für euch heute etwas ganz Besonderes, nämlich ein Familienrezept. Es ist so, das Rezept hat meine Mutter von ihrer Oma gelernt, meine Oma von ihrer Oma und ich von meiner Oma. Und ja, das ist was ganz Besonderes und ich hoffe, ihr schätzt es und ich hoffe auch, dass es euch genauso schmecken wird wie uns und probiert es auf jeden Fall aus. Für unseren Nudelteig benötigen wir folgende Zutaten. Wir brauchen 250 Gramm Mehl, 1 Esslöffel Öl, 2 Eier mittlerer Größe und 1 Teelöffel Salz. Zunächst nehmen wir uns die Schüssel mit dem Mehl, geben die 2 Eier hinzu, das Salz und das Öl. Und beginnen nun dies zu verkneten. Erstmal in der Schüssel. Wenn sich dann langsam so ein Klumpen bildet, könnt ihr es auf eure Arbeitsfläche lernen. Dann geht es nämlich einfacher und macht einfach so weiter. Es ist sehr wichtig, dass der Teig gut geknetet wird, dass er schön geschmeidig wird. Und wir müssen den Teig so lang kneten, bis er so ein bisschen einen Glanz bekommt, sagt man. So, ich habe jetzt meinen Teig ungefähr so 5 Minuten geknetet. Jetzt ist er schön weich oben geworden. Jetzt legen wir diesen zur Seite und decken es mit einer kleinen Schüssel oder sowas ab. Ich weiß, es sieht ziemlich wenig aus, aber ihr werdet erstaunt sein, was wir da rausbekommen. Wenn ihr alles gut miteinander verrührt habt, könnt ihr das auch wieder zur Seite stellen zu eurem Teig. Und dann geht es weiter in Richtung Herd. So, jetzt befinden wir uns am Herd. Ihr schaltet die Herdplatte ein auf die höchste Stufe, bei mir 9. Dann gebt ihr in die Pfanne gute 2 Esslöffel Margarine hinein und einen Beutel Milch. Ob ihr jetzt da die 3,5%ige nehmt oder die 1,5%ige, ist egal. Und dies bringen wir nun zum Kochen. In der Zwischenzeit gehen wir wieder zu unserem Teig über, der jetzt schön geruht hat. Ihr bemehlt eure Arbeitsfläche. Und dann schneiden wir uns immer so kleine Stücke von dem Teig weg. Also die müssen echt nicht groß sein, weil der Teig muss jetzt mega dünn ausgerollt werden. Ja? So, also es ist ein wirklich kleines Bällchen. So könnt ihr es vielleicht am besten erkennen. So, dann wenden wir das erstmal ein bisschen in Mehl. Machen das Mehl ein bisschen zur Seite. Und wählen dies nun aus. Und jetzt ist es wichtig, das ist ein bisschen mühsam, aber umso besser schmeckt es zum Schluss. Ihr müsst es immer falten und wählen. Wieder zusammenfalten. Und wählen. Umso geschmeidiger wird euer Teig. Das macht ihr ungefähr immer so 6 bis 7 Mal. So, und dann wendet ihr euer Teig in der Länge aus. Ihr geht immer hin und her. Bisschen vermehlen. So, wenn euer Teig dann ungefähr so eine Länge erhalten hat, dann könnt ihr euch es zurechtschneiden. Ich mache da jetzt ungefähr 3 Teile draus. Also das muss auch nicht so genau aussehen. Wenn ihr Besuch bekommt, könnt ihr das natürlich genauer machen. Aber ja. Dann gebt ihr ein bisschen von unserer Füllung hinein. Verstreicht das Ganze.
ungefähr, sage ich mal, so ein Esslöffel. So, dann klappt ihr das einmal zu, einmal so, einmal so, macht das hier ein bisschen fest. Drückt einfach so ein bisschen rein, dass es hier nicht aufgeht, ja? Und dann könnt ihr das mal zur Seite legen und sobald eure Milch-Margarine-Mischung kocht auf dem Herd, können wir diese hineingeben. Und so machen wir jetzt gerade weiter. Einmal, zweimal und ein bisschen festdrücken, gerade in der Mitte. Und wenn euch der Teig immer wegrutscht wegen dem Mehl, könnt ihr auch einen Tupfer Wasser auf eure Hand nehmen, ein bisschen den Teig für euch machen, umdrehen. Dann bleibt er nämlich ein bisschen an der Platte kleben und dann geht es auch ein bisschen einfacher. Aber nicht so viel Wasser nehmen, weil sonst kriegt ihr den nicht mehr von der Platte runter. Und dann geht das Ganze auch ein bisschen leichter. Seht ihr? Wieder in Teile schneiden, klappt das Ganze wieder einfach zusammen, drückt da ein bisschen rein, ne? Ihr seht schon, das ist eigentlich ganz einfach für Selbstgemachte. So, unsere Milch kocht sich, dann schwenke ich euch mal rüber. So, wenn eure Milch anfängt zu kochen, rührt ihr nochmal alles um, dass sich die Margarine auch gut vermischt mit der Milch. Okay. Jetzt müsst ihr den Herd ein bisschen runterschalten auf ungefähr 7. Und dann könnt ihr eure Täschchen, sage ich jetzt einfach mal, da reinschmeißen, ja? Einfach da rein. Und das macht ihr jetzt mit dem ganzen Teig. Und das lasst ihr jetzt so lang kochen, bis fast keine Milch mehr da ist. Seht ihr, dass langsam die Rahmnudeln so eine schöne Kruste bekommen. Und deshalb ist es wichtig, dass ihr auch jetzt immer ein bisschen öfter sie wendet. Jetzt schon so essen, aber es ist Geschmackssache, wer es noch grosser haben möchte. Ihr könnt ja zwischendrin probieren, dann lässt es einfach noch eine Weile antraten. Da das ganze Gericht eigentlich schon ziemlich reich an Kalorien hat, mache ich dann immer nur noch einen knackig frischen Salat. Und so gibt es dann bei uns immer zum Essen, wenn ich das mal mache. Also ihr braucht euch da keinen Kopf mehr zerbrechen über extra Beilagen oder so. Also das macht schon ziemlich satt und da reicht einfach ein frischer, knackiger Salat dazu.